Ich habe alle Programme von Mario Barth geschaut und mir dabei sehr viele Fragen gestellt. Kann Comedy überhaupt diskriminierend sein? Hasst Mario Barth Frauen oder ist er vielleicht doch ein lupenreiner Feminist? Das alles, was es mit mir gemacht hat und noch viel mehr jetzt. Nein. Marius. Okay, ganz ehrlich, ich struggle ein bisschen damit, dieses Thema neutral aufzuarbeiten. Denn es ist ein leichtes Opfer. Jeder weiß mittlerweile, was man von Mario Barth zu halten hat. Aber gerade das hat mich da nochmal gereizt, genauer drauf zu gucken, weil ich glaube, vor allem auch meine Generation eben irgendwie ein Verhältnis zu Mario Barth hat. Als das erste Programm rauskam, war ich 11 und ich konnte auch bis in meine Jugend hinein Kritiken nicht nachvollziehen, die ihn als Frauenfeind oder Sexisten betitelt haben. Und dieses Video, lieber 16-jähriger Marius, ist für dich. Denn, und das muss man festhalten, Mario Barth ist bis heute relevant. Er spielt gerade aktuell noch die Tour von seinem neuen Programm in den größten Arenen Deutschlands und er hat immer noch große Shows auf RTL. Also komm mit mir hinein in die Welt des Mario Barths. Ich habe mir alle 6 Bühnenprogramme angeschaut oder angehört auf Spotify. Und jetzt wird es Zeit für eine ausführliche Besprechung. Die Comedy. Ich will jetzt gar nicht hier machen auf Big Plot Twist im Sinne von, na, actually sind die Programme von Mario Barth gar nicht so mega kacke, wie ihr alle immer gesagt habt, denn wirklich viel Positives werde ich hier heute in diesem Video nicht von mir geben. Dennoch liegt es mir am Herzen, um das Ganze ein bisschen konstruktiv zu gestalten, sozusagen diese Sandwich-Methode zu machen. Also wir starten mit was Positivem, gehen dann rein und enden dann nochmal mit was Positivem und dann hat es sowas Versöhnliches einfach. Deswegen würde ich einfach mal damit anfangen, dass ich seinem Stand-up als solches Sachen abgewinnen kann. Mario Barth lebt von seiner Mimik und seiner Gestik und seiner Motorik, würde ich fast schon sagen, weil er seinen Gag sozusagen noch dieses räumliche Gefühl mitgibt und die ganze Bühne einnimmt. Und das muss man tatsächlich sagen, Mario Barth ist ein Handwerker aus Berlin und er steht einfach auf den größten Bühnen Deutschlands schon 2003 und macht das mehr als solide. Ja? Auch wenn ich jetzt in der Branche überhaupt nicht heimisch bin, hat er einfach eine gute Beobachtungsgabe. Also es liegt ihm einfach, Situationen in seiner Umgebung wahrzunehmen und die dann lustig und vielleicht sogar überspitzt aufzubereiten. Und ja, ich habe in knapp 9 Stunden Mario Barth auch hier und da mal müssen ein loswerden, falls das Sinn macht. Also ich habe gelacht. Und damit wir erstmal alle auf dem gleichen Stand sind, lese ich euch jetzt mal die Namen der einzelnen Programme von Mario Barth aus den letzten 20 Jahren vor. Männer sind Schweine, Frauen aber auch. Männer sind primitiv, aber glücklich. Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch. Männer sind schuld, sagen die Frauen. Männer sind bekloppt, aber sexy. Männer sind faul, sagen die Frauen. Ich erkenne da überhaupt kein Muster, ehrlich gesagt. Ich habe am Anfang beim Konzipieren des Videos zwischenzeitlich die Idee, ob ich nicht so ein Segment machen will, wo ich Mario Barth Programmnamen vorschlage für seine zukünftigen Programme und wäre dann relativ schnell bei so einem sogenannten Gender-Gaga rausgekommen und hätte gedacht, das wäre doch ein richtiges Ding für ihn, wenn sein nächstes Programm sowas heißt wie Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. Manchmal. Bis ich dann gesehen habe, dass die Realität den Witz mal wieder einholt. Denn Mario Barth ist, wie gesagt, gerade aktuell auf Programm. Und das Ganze heißt, Männer sind Frauen. Manchmal aber auch Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht. Naja, jedenfalls, wenn ich Mario Barths Programme grob einteilen müsste nach dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, dass das allererste Programm von 2003 noch so ein mehr oder weniger harmloses Terrain abstecken ist, bei dem es darum geht, so Grenzen auszuloten. 2 und 3 sind schon deutlich grenzwertiger in der Art und Weise, wie es dargeboten wird und wirklich schon Borderline-Stereotyp. 4 und 5 sind dann teilweise richtig blass und belanglos und wenn man mal die ersten Programme als Referenz ranzieht, würde ich diese fast schon als schwächer und schlechter bezeichnen. Und mit dem 6. Programm von 2018 fängt Mario Barth dann final mit dem an, wofür wir ihn heute wahrscheinlich kennen, nämlich er boomert ordentlich rum, weil da wechselt der Wind dann ganz plötzlich im Gegensatz zu den Programmen vorher, weil er da dann Burnout von seiner Neffin irgendwie so ein bisschen bagatellisiert, was ich ganz weird finde. Und es wird natürlich in standesgemäß gegen Vegetarier sich so ein bisschen lustig gemacht. Und das sollte ja dann wegweisend sein, aber dazu kommen wir später noch ganz kurz. Aber, und das muss man bei allen Qualitätsschwankungen trotzdem einfach feststellen, im Kern sind diese Programme alle gleich. Also es gab erschreckend wenig Unterschiede zwischen jetzt dem von 2003 und dem von 2018 in seiner Darbietung, in seiner Themenauswahl. Es besteht im Grunde alles aus 3 Arten von Gags und Bits. Number one ist, bestimmte Situationen aus seinem Leben in ganz detailverliebter Kleinigkeit auszuführen und diese Gags dann jeweils
richtig rauszuziehen. Da wird dann sozusagen mit rhetorischen Pausen gearbeitet, wo er auf der Bühne ganz oft nochmal betont und ganz oft still ist und einfach nur rumfuchtelt, um quasi zu unterstreichen, wie absurd besagte Situation ist. Nummer zwei sind die Geschichten, die er mit und durch seine Freundin erlebt und die er auch dann meiner persönlichen Meinung nach ganz extrem ausschmückt, sodass es schon fast jeglicher Realität entbehrt. Also ich persönlich glaube nicht, dass diese Geschichten so stattgefunden haben, aber dass es vielleicht eine Wurzel der Wahrheit gibt. Ganz im Gegensatz zu Punkt Nummer 3, nämlich Geschichten und Ungerechtigkeiten aus dem Leben des Mario Bar. Und ich glaube, ich hätte hier anders geredet, wäre nicht unsere allseits geliebte Pandemie passiert, als Mario Bar, vielleicht kann sich ja einer oder daran erinnern, aus der Deutschen Bahn auf Facebook live gestreamt hat oder ein Video veröffentlicht hat, wo er quasi rausgeschmissen wird, weil er keine Maske anhat. Das war im Grunde eine autobiografische Dokumentation seiner selbst, in der man gesehen hat, dass die Geschichten, die er eben in seinem Programm erzählt, wo er das Gefühl hat, alle anderen um ihn herum sind völlig abgedreht und er ist auch einfach nur Mario Barth. Und in diesen Videos sah man, nee, er ist halt einfach Kacke. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass diese Elemente in seinen Shows tatsächlich wahr sind. Also er erzählt da einfach nur genauso, wie er ist und verpackt das witzig. Aber wenn man sich eigentlich mal genau anhört und denkt, was ist da jetzt genau ihm, dem armen Mario, was ist dem nochmal passiert? Dann checkt man relativ schnell, er ist ja gar nicht das Opfer in dieser Situation. Aber immer gut für ein Comedy-Bit. Und was all diese Stories mehr oder weniger gemeinsam haben, ist, dass es immer eine prägnante Unterteilung gibt, nämlich die Unterteilung zwischen wir Männer und ihr Frauen. Und ich vermute, das hat über die Dekaden seinen Einzug gefunden, weil es halt am einfachsten klappt. Also die Art und Weise, wie Mario Barth seine persönlichen Geschichten erzählt, die ich gerade schon erwähnt habe, ist jetzt nicht per se unlustig, aber den Hauptappeal seiner Programme macht ja nach wie vor die Tatsache aus, dass du da als Pärchen hingehst und dann drüber lachst, was dir schon mal passiert ist oder was du an deiner Partnerin oder die Partnerin an dir selber erkennst, weil Mario Barth natürlich jede Geschichte, die ihm passiert, unterstreicht mit einem prägnanten "Bei euch Frauen ist es ja so." Und ich glaube ganz ehrlich, wenn das dann klappt, so ein Gemeinschaftsgefühl durch eben so ein primitives, binäres System zu erzeugen, dann spielst du halt eben nicht 3000er Locations, sondern 15.000er Locations. Und das hat Mario Barth erstmal auf einer rein pragmatischen Ebene kapiert und verdient damit Geld. Der Inhalt. Ich glaube, ab einem bestimmten Zeitpunkt war es relativ egal, was er jemals noch machen wird. Und jetzt sowieso. Aber Mario Barth wird für immer der Meine Freundin Guy bleiben. Und war es irgendwie auch schon von relativ Anfang an, würde ich sagen. Und das, obwohl im ersten Programm noch die ersten 20 Minuten nicht einmal eine Freundin-Story erwähnt wurde. Er erzählt da über Boybands und Show-Behind-the-Scenes-Sachen. Und da ist bei weitem auch nicht alles witzig, teilweise sogar richtig unangenehm. Aber ganz ehrlich, womöglich sind das die 20 besten Mario Barth-Stand-Up-Minuten überhaupt. Weil er nämlich in fast ausschließlich allen folgenden Programmen teilweise sogar schon im ersten Satz seine Freundin erwähnt wird. Und das Ganze sich thematisch jetzt wirklich nicht mehr sehr vielfältig gibt. Und wie bereits gesagt, er arbeitet dabei mit ganz großen, den ganz großen Gesten und den noch größeren Stereotypen. Er holt da ganz, ganz weit aus teilweise. Und nur damit wir es kurz gesagt haben, ja, mir ist komplett bewusst, dass Comedy auch in gewisser Weise in Spielen mit Stereotypen ist. Aber wenn ich das jetzt mal meine eigene Formulierung so aufgreifen darf, ist es ein Spielen mit Stereotypen. Ist es vielleicht auch ein Unterwandern mit Stereotypen oder ist es vielleicht auch ein Brechen mit Stereotypen? Aber was Mario Barth macht, ist im Grunde seit 20 Jahren und 6 Stand-Up-Programmen immer und immer wieder dieselben paar Stereotype aufarbeiten, durchzukauen und zu reproduzieren. Und ich habe das mal in meinen eigenen Worten zusammengefasst, was meine prägnantesten Takeaways davon waren. Meiner Meinung nach sind Männer bei Mario Barth immer primitiv, naiv, aber liebenswürdig. Und Frauen hingegen sind berechnend, dümmlich und überemotional. Und darum sind quasi alle Comedy-Bits von Mario Barth konstruiert. Es geht dann zum Beispiel darum, dass Sherlock Barth ermittelt und feststellt, dass sich seine Kumpels zum Negativen verändert haben. Und woran könnte es natürlich hängen? Na sicher, natürlich, dass sie eine neue Freundin haben und die beeinflusst die. Die hat ihre Finger im Spiel, ja? Die wissen ja, die Frauen, die wissen ja ganz genau, was sie tun.
Oder dass seine eigene Freundin zu blöd ist, Werkzeug zu benutzen und dann noch viel blöder ist und das Werkzeug nicht richtig wieder zurückräumt, sondern es in den Eisschrank irgendwie packt oder sowas. Er muss sich dann natürlich irgendwie selber drum kümmern, weil er ist ja der Mann im Haus. Oder das Allergeilste, Frauen haben eine Geheimsprache am Telefon und lästern in der Geheimsprache heimlich über ihre Männer und schmieden da Pläne, wie sie sie heimlich irgendwie beeinflussen können. Das ist immer so der weirde Unterton, der da mitschwingt. Von den weiblichen Biestern, die da einfach nur auf der Welt sind, um den Männern zum einen das Leben schwer zu machen und sie zum anderen als Marionette für ihre eigenen Zwecke zu benutzen. Und klar, das habe ich schon gesagt, Mario Barth hat eine Beobachtungsgabe und hat einen sehr guten Sinn dafür, was er aus seinem eigenen Leben sozusagen potenzieren kann, um den Leuten klarzumachen, was es für Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Aber das Verrückte ist, und das ist mir jetzt überhaupt mal aufgefallen, dass er diese Stereotype teilweise nicht mal überspitzt darstellt, um seinen Punkt klarzumachen, sondern dass diese teilweise einfach jeglicher Grundlage völlig entbehren. Ich habe mal angefangen, bei dem Programm mitzuschreiben, was laut Mario Barth alles ja völlig typisch Frau ist. Kennen wir alle. So sind Frauen ja. Und also, wir haben hier ganz typisch Frau. Wer kennt's nicht? Sie behaupten, sie haben keine Flüssigkeiten im Handgepäck im Flughafen. Typisch Frau auch. Sie mögen schönes Wetter. Klar, sie brauchen einen Brotbackautomaten, geben keine neuen Infos, sie wiederholen nur. Frauen hinterfragen alles, sie glauben einem Mann nichts, mag ich auch sehr gerne. Für Frauen muss im Film alles realistisch sein. Frauen bemängeln sich selber. Frauen können nicht nichts tun. Hier einer meiner Lieblinge, typisch Frau, sie treffen sich im Bad und cremen sich ein. Frauen machen manchmal Dinge, die sind so lustig. Das hat er wirklich so gesagt. Und zuletzt die Top-One-Tatsache daran, dass sie erkennen, dass sie eine Frau sind. Sie geben nie zu, wenn sie was nicht kennen. Hä? Ich meine, das ist keine Comedy. Das ist ein Random Word Generator. Ja, das ist wie wenn man am Handy eingibt Frauen und lässt dann die Autokorrektur vervollständigen, Wort für Wort. Macht das jetzt mal, geht mal in die Kommentare, schreibt Frauen und lasst euer Handy mal vervollständigen. Ich wette, das ist ein Comedy-Programm, das bei Mario Barth mindestens mithalten kann und vielleicht kann er sich ja an der Kommentarspalte vom Ding her sogar inspirieren lassen. Ich will das sehen, da habe ich richtig Bock drauf. Bitte macht das. Die Erfahrung. Mir ist an der Stelle auch noch wichtig, das Ganze ein bisschen persönlich zu gestalten und euch meine persönlichen Befindlichkeiten mit auf den Weg zu geben. Denn ich habe mir 9 Stunden Mario Barth reingeknallt. Und es war irgendwie okay. Also am Ende des Tages ist es halt super leicht zu verdauende, dümmliche Unterhaltung. Alles in allem war es für mich nicht ganz so eine harte Erfahrung. Ganz im Gegensatz zu Frauen um mich herum. Weil ganz ehrlich, die fanden es, glaube ich, eher nicht so geil. Weil obwohl ich das thematisiert habe, woran ich gerade arbeite, bin ich dann trotzdem in so einen Mut verfallen, wo ich dann gedacht habe, ich mache jetzt so ironisch Mario Barth-Witze und erzähle dann so, hahaha, das ist ja voll typisch Frau und lache dann drüber. Das ist mir selbst dann nach 2 Gags im Halse stecken geblieben, weil ich dachte so, oh mein Gott, es verändert mich. Aber ganz ehrlich, wenn ihr den Reality-Check haben wollt, wie cool Frauen in eurem Leben sind, macht mal so einen Gag und wenn sie komplett entgeistert und angepisst reagieren. Good for you, ihr habt tolle Menschen um euch herum. Aber ganz ehrlich, typisch Frau, die verstehen keine Ironie. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja, ich weiß, dass Mario Barth nur Comedy ist. In meinen Augen ist nichts, was künstlerisch ist, immer nur das, sondern es ist immer viel mehr. Das ist eine Diskussion für was anderes, aber jetzt atmet man kurz locker durch die Hose. Der nächste Satz wird hart. Das, was Mario Barth seit 20 Jahren produziert, ist frauenfeindlich. Die Freundin von Mario Barth oder wie er dann weiter darauf schließt, Frauen im Generellen sind in seinen Erzählungen immer erstmal dümmlich und wir Männer müssen ihnen unter die Arme greifen, damit sie so irgendwie durchs Leben kommen oder wir sind im Grunde die Geschädigten, das ist noch viel schlimmer, das kannst du ja gar nicht ausmalen. Und wenn sie das mal nicht sind und als smart beschrieben werden, dann sind die Frauen nur smart, um uns Männer hinters Licht zu führen oder um Profit, einen Vorteil für sich selbst herauszuschlagen oder im allerbesten Sinne uns Männern zu schaden. Ich meine, natürlich ist das ein antifeministisches Narrativ, das da mittlerweile seit 20 Jahren auf großen deutschen Bühnen immer wieder Anklang findet und beklatscht wird. Jetzt kommt aber der große Plot-Twist in der ganzen Sache, die mir die Erfahrung mit diesem Watch irgendwie versüßt hat. Ab einem bestimmten Punkt hatte ich den Gedanken, dass Mario Barth eigentlich wirklich haarscharf dran vorbei ist, ein absolut stabiler Feminist zu sein. In seinem 2. Programm Männer sind primitiv, aber glücklich heißt das, hat er ein kleines Bit darüber, ich weiß, das klingt jetzt mega low und es war auch mega low, dass Frauen ja so mega viele
Pflege- und Beauty-Produkte besitzen, während Männer mit einer Bürste und einem Duschzeug irgendwie alles auf einmal machen. Ich weiß, es kommt mir schon bescheuert vor, das zu erzählen. Und das bläst da dann so richtig künstlich auf, wie das, also ich muss es jetzt nicht erklären, jeder hat schon mal irgendwie ein Mario Bart-Bit gesehen. Dazu gibt es dann in demselben Programm auch noch die Feststellung, dass Frauen ja nackt vorm Spiegel stehen und sich an jeder einzelnen Körperstelle bemängeln. Und ich dachte mir nur so, dass er wirklich so kurz davor ist, einen wirklich stabilen Gedanken zu äußern, wenn es darum geht, wie sehr Frauen und aber auch Männer unter verzerrten Schönheitsidealen in dieser unseren Welt zu leiden und wie krass das instrumentalisiert wird von der Kosmetikindustrie, die dir alle 3 Monate erzählt, dass jetzt endlich das neue Motherfuck-Serum draußen ist, mit dem du all deine Falten bekämpfen kannst, obwohl niemand Falten bekämpfen sollte. Es ist doch in Ordnung. Hab doch Falten, ist doch völlig okay. Aber natürlich bleibt es bei Mario Barth bei einer seichten Beobachtung, die damit gekontert wird, dass wir Männer vorm Spiegel stehen, unseren Bierbauch sehen und denken, da bin ich aber stolz drauf. Das, was mich eigentlich jetzt, wo ich das mal wieder nach Jahren geguckt habe, besonders schockiert hat, ist die Art und Weise, wie Mario Barth Partnerschaften oder Beziehungen zwischen zwei Menschen darstellt. Also zum einen ist es natürlich massiv eindimensional, was meinetwegen noch okay ist. Dann reden wir gar nicht mal drüber, dass er im 9-Stunden-Comedy-Programm, wo wahrscheinlich 80% seine Freundin die Protagonistin ist, er nicht einmal ein aufrichtiges, emotionales Wort über eben jene verliert. Das ist schon wirklich ein absoluter Kracher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist die Tatsache, dass Beziehungen in der Comedy-Welt eines Mario Barth zu bedeuten scheint, dass man immer und ständig gegeneinander kämpft, dass es immer ein Tauziehen darum ist, wer Recht hat und dass man sich gegenseitig so viel anlügen und manipulieren muss, damit man überhaupt noch leben kann. Das Paar, und davon bin ich ziemlich sicher überzeugt, dass Mario Barth vorgibt, mit seiner Freundin zu sein, ist entweder eine unglaublich unglückliche Beziehung oder es findet einfach so nicht statt und er macht es einfach, weil er merkt, dass es sehr gut funktioniert. Und an dem Punkt, an dem man sieht, dass Mario Barth eben jene Geschichten über 20 Jahre lang immer und immer wieder erzählt, unter tosendem Applaus von Paaren, die sich darin scheinbar wiedererkennen, wird klar, dass Mario Barth nicht Stereotype behandelt, um die bewusst zu brechen oder zu kritisieren, sondern dass er sie erkennt, glorifiziert und Frauen dafür mehr oder weniger an den Pranger stellt und Männer dafür feiert. Ich würde es übrigens brutal feiern, wenn ihr das Video liked und wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr mehr Bock habt auf Kulturkritik über deutsche Männer aus dem Showbusiness und natürlich vieles mehr. Vielen Dank an alle Leute, die seit dem letzten Video dazugekommen sind. Und um das Ganze zu feiern, ich habe es im letzten Video schon angekündigt, werde ich anfangen zu streamen. Am kommenden Mittwoch um 18 Uhr gibt es den ersten Stream auf Twitch. Ich habe schon 50 Follower klar gemacht, das ist irgendwie insane. Also notiert euch das Ding gerne, der Link ist direkt in der Videobeschreibung. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr da seid. Und jetzt kommt es zum Fazit. Jetzt kann man sich natürlich am Ende des Tages fragen, wie ernst man das Ganze überhaupt nehmen muss. Am Ende des Tages ist es ja letztlich einfach irgendwie immer noch ein Clown, der damit Millionär geworden ist, dass er Frauen und Männer laut eigenen Aussagen irgendwie therapiert oder irgendwie so eine Kacke. Aber wer jetzt nach diesem Video nicht gecheckt hat, dass hinter Barths Comedy eine Ideologie steckt, dass da tatsächlich immer wieder Muster vorhanden sind und dass diese Muster im tiefsten Grundsatz einfach völlig antifeministisch sind. Ja gut, da frage ich mich, warum die jetzt überhaupt noch am Video dran sind. Schon in seinem ersten Stand-Up-Programm Männer sind Schweine, Frauen aber auch, beschwert sich Mario Barth 2003 darüber, dass man mittlerweile das Wort chillen umgangssprachlich benutzt und meckert darüber, dass er ja früher gesagt hat, naja, ich ruhe mich aus. Mario Barth war zu dem Zeitpunkt 31, genauso alt wie ich jetzt. In seinem letzten aufgezeichneten Programm von 2018 geht das Ganze dann schon expliziter zu und wie ich bereits gesagt habe, wird plötzlich so, na, gegen Vegetarier geschossen, sage ich jetzt einfach mal, aber vor allem wird auch Burnout bagatellisiert und da war dann so ein Scheidepunkt, wo ich gedacht habe, okay, hier erkennt man dann doch irgendwie nochmal ganz klar, wo das Ganze hingehen soll. Und wo das Ganze hinging, hat man vor einigen Monaten gesehen, als dann plötzlich ein Snippet aus seinem neuen Programm rund ging, in dem er feierlich verkündet, dass er nicht gendern wird und sich dann unter tosendem Applaus von 10.000 Leuten dafür abfeiern lässt. Und ganz ehrlich, mir ist es persönlich, es könnte mir wirklich nichts egaler sein, als ob Mario Barth gendert oder nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass Mario Barth sowieso niemals gendern wird. Das hätte er auch nicht müssen in seinem Programm sagen. Das ist inhärent sozusagen. Ja, es ist mitgeboren. Es ist ihm in die Wiege gelegt. Aber mit welcher unverblümten Art und Weise er da quasi Stimmungsmache betreibt, Abend für Abend vor Tausenden von Menschen, das ist dann doch schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ganz ehrlich, mir hat dieser Ausschnitt
ein bisschen Angst gemacht. Das Ding ist eben auch, da wird es jetzt etwas privater. Ich durfte oder besser gesagt musste in meinem bisherigen, doch sehr privilegierten Leben genug Männer um mich herum erleben, die diesen Stereotypen auf eine negative Art und Weise zum Opfer gefallen sind und dementsprechend auch aktiv den Frauen in ihrem Leben geschadet haben. Und da frame ich mich jetzt als Opfer, aber im Umkehrschluss bin ich genauso ein Täter, weil ich mit genau denselben Stereotypen auch aufgewachsen und sozialisiert bin. Aber ich habe Kerle um mich herum erlebt, die zu stark und hart sind, um zum richtigen Zeitpunkt ein emotionales und aufrichtiges Gespräch über ihre Emotionen und ihre Lage zu führen. Oder wenn es darum geht, in einer sogenannten Männerfreundschaft die Pflicht fühlen zu müssen, über seine Freunde, über die Alte zu lästern, weil es nicht eine reale Option ist, darüber zu reden, wie sehr man die Frau in seinem Leben tatsächlich liebt und was einen verbindet und was das Leben schön macht. Ja, also ich war schon oft bei solchen Gesprächen dabei, wo es dann darum ging, oh, jetzt wieder heim zur Alten, das ist genau das, was Mario Barth erzählt. Und ganz ehrlich, ich persönlich kann daran überhaupt nichts witzig finden, wenn sich Massen von Menschen über solche Geschichten beömmeln, obwohl das offensichtliche Problem mitten im Raum steht. Ich meine jetzt nicht Mario Barth, sondern das metaphorische offensichtliche Problem, nämlich die stereotype Auseinandersetzung mit der eigenen Männlichkeit zum Beispiel, weil genau diese Sachen, so empfinde ich es, eine gewisse Legitimation abgeben. Also wenn Mario Barth das sagt und wir alle in der Gemeinschaft drüber lachen, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein, wenn ich mich nicht mit meinen eigenen Gefühlen auseinandersetze. Aber auch hier aus anekdotischer eigener Erfahrung, sowas fällt dir irgendwann auf die Füße als Mann, aber auch als Frau, weil du dann letztlich die Leidtragende in der Beziehung bist. Weil das Ding ist ja, im Prinzip stehe ich voll hinter Mario Barth. Frauen und Männer, Cis-Frauen und Cis-Männer sind unterschiedlich und es gibt gewisse Stereotype, mit denen man eben diese assoziiert. Aber man muss eben auch erkennen, dass das soziale Konstrukte sind, in die man durch einen Pümmel zwischen den Beinen quasi reingeboren wird und mit denen man sich ab einem gewissen Alter, wenn man für sich selber und sein eigenes Hirn verantwortlich ist, auseinandersetzen muss. Also um es jetzt nochmal zu veranschaulichen, ja, ich würde sagen, stereotyp betrachtet sind Männer eher emotionskalt, weil sie womöglich in ihrer Erziehung und in der Welt um sie herum, wie sie sozialisiert sind, gelernt haben, dass Emotionen Schwäche bedeuten. Dementsprechend ist aus der Sicht eines deutschen Comedians, der da auf der Bühne steht, eine Frau selbstverständlich überemotional, weil Frauen jetzt im Spezifischen, um mal aus meiner männlichen Rolle heraus hier zu reden, stereotyp offener mit ihren Gefühlen umzugehen. Und damit wir, ich struggle gerade ein bisschen, unser reichlich belegtes Argumenten-Sandwich von oben auch wieder mit einem Kompliment abschließen können und zubeißen, will ich Mario Barth zum Ende hin einfach Danke sagen. Danke dafür, dass er diese Stereotype über Jahre und Jahrzehnte immer wieder offenlegt. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sich jeder Typ einmal alle 6 Programme reinbrettert und bei jedem Gag über einen Mann kurz mal in sich geht und denkt, trifft das auf mich zu? Und diese Programme aber nicht als Comedy sieht, sondern einfach als Fortbildungsmaßnahme. Denn so funktioniert das tatsächlich. Und das war's mit dem heutigen Video. Ich will mich bedanken bei mittlerweile fast 2000 Abos. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, der dazukommt. Und ich verweise nochmal, dass ich mich ebenfalls freue, wenn ihr am Mittwoch um 18 Uhr auf Twitch einschaltet. Wir reden unter anderem nochmal über dieses Video. Vielleicht spielen wir ein paar kleine witzige Games oder irgendwie sowas. Ich überlege mir noch ein paar Sachen. Das wird sensationell. Wir hören uns. Macht's gut.